What the fuck, was fliegt denn hier rum? Sterbt alle! Woo! Und wieder neue Federn. Komm her, komm her. Kommst du her? Was? Boah, was ist denn hier los? Ach, der Vogel da. Sehr schön, das läuft ja wie am Schnürchen. So, komm her. Wie viel haben wir da jetzt? 8 neue Federn. Wir hatten das Ding. Es hat mittlerweile 170. Alter, 170. Nicht Federn, sondern Dings. Ich hoffe sehr, dass es mittlerweile nicht mehr sich resettet. Was ist denn das? Das liegt hier überall rum. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Das ist bestimmt irgendein. Hallöchen! Ich hätte gern deinen Kopf, Junge. Gib mir deinen Kopf, Junge! Ich will deinen Kopf! Ah, sehr schön. Muss ich auf den Kopf einkloppen, damit ich Zähne bekomme? Ich glaube nicht. Was haben wir denn hier? Alkohol! Können wir mal mitnehmen wieder, wir haben eigentlich alles verbraucht, also deswegen ist es jetzt nicht so schlimm. Ich hätte gern von dem Zähne. Ich glaube aber, die droppen keine Zähne mehr, wenn sie kaputt sind. Oh. Lass fallen! Ja, weg! Ach, mit G. In die Ritze! Okay, wir laufen mal weiter, ich bin ja eigentlich... Hose! Das ist der weltbekannte Unterwasserhase. Ich will nicht so weit im Wasser sein. Das ist mir ein bisschen unheimlich mit den ganzen... Lurch, Lurch. Und da hinten sehe ich Feinde. Und da will ich jetzt auch nicht ran. Ich will nur den Lurch haben. Weil Haie töten immer noch auf der Stelle. Und wir können rein theoretisch sogar mal unsere... Wir können... Schade, er hatte Glück. Wir könnten rein theoretisch sogar mal unsere Vorräte an allen möglichen aufstocken, weil wir haben ja alles mögliche. Jetzt wieder Platz. Komm ich... Das sieht so geil aus wie... Ich springe da vom Berg runter. Ich bin bestimmt verstecken oder sowas. Ah, oh, eine glückliche Familie. Lorch. Tot. So. Okay. Dann gehen wir mal weiter, ein bisschen weg von der glücklichen Familie. Wir wollen die in ihrem... Warum springt immer alles durch die Gegend? Ich verstehe das bei The Forest nicht. Das muss doch einprogrammiert sein. Es kann ja gar nicht sein, dass da so viel Zeug durch die Gegend immer fliegt. So, jetzt gehen wir her, den ganzen Krampel. Alkohol ohne Ende. Ich frage mich auch, ganz ehrlich, was für Leute werden hier an den Strand gespült? Du findest hier nur Alkohol. Sind das alles Alkoholpatienten und das war hier so eine Kurreise? Oder... Der ganze Strand ist voll mit Alkohol. So viel Alkohol. Du darfst normalerweise überhaupt keine Getränke... Ich glaube zumindest. Du darfst normalerweise kaum Getränke, ich glaube 200 Milliliter. Darfst du mit ins Flugzeug reinnehmen oder so. Ich kenne mich da nicht aus, ich bin noch nie geflogen. Ich weiß nur, dass es da Begrenzungen gibt. Und hier sind 5 Trillionen Tonnen Alkohol da. Wird nicht gespart, da ist einfach jeder ein Trinker. Da wird einfach richtig losgesoffen. Und da sind Haie. Deswegen gehe ich da jetzt auch nicht ins Wasser, sondern gehe außen rum. Lieber lege ich mich mit einer Herde Barbaren an, als mit den Haien. Weil die Haie, die machen sich sofort tot. Bei Haien bist du ja, glaube ich, auch komplett Game Over. Die Barbaren schleifen nicht beim ersten Mal ja noch in ihre Höhle. Und wir sind ja bis jetzt noch nicht gestorben. Can't carry any more ropes. Ich würde mir ehrlich gesagt eine Truhe langsam wünschen. Es ist zwar cool mit den Schränken gemacht, aber ich würde mir ehrlich gesagt eine Truhe wünschen, wo man Ropes und sowas reintun kann. Oder einfach nur ein Aufhängeding oder so für Ropes. Puh.
wo man Stoff vielleicht reinlegen kann. Ich weiß, Stoff kann man, glaube ich, unendlich viel tragen. Dass man sagt, okay, man kann nur noch 10 Stoff mitnehmen und dafür kann man sie dann da rein tun. Das ist ja auch eine Option. Oh oh. Der hat gerade seine Freunde gerufen. Deswegen will ich da jetzt mal nicht so offiziell hingehen. Hallo, du, na, wollen wir spielen? Das macht man meistens nicht, wenn man Barbarier auf Freunde rufen, Kannibalen, wie auch immer. Mutanten, entstellte Wesen, ich kann es euch nicht sagen. Ich gucke mich ganz kurz mal nach dem Hain hier um, dass mir nicht von hinten einer in den Sand in den Rücken schwimmt oder so. Da hätte ich jetzt wenig Lust drauf. Unverständlich, ich weiß. Und dann schauen wir mal. Wir haben ja mittlerweile wirklich nur noch so solche Survival Aufbauspiele auf dem Kanal hier. Das ist hat ein bisschen Überhand genommen momentan. Habe ich auch kein Problem damit. Ich habe momentan sehr viel Spaß an solchen Spielen. Ich hoffe nur, der ist jetzt nicht mehr da, weil ich würde hier gerne einmal langlaufen. Weil wir müssen noch zu dem Schiff. Und da ist ein Reh, was ich aber nicht töten werde, weil wir das Inventar noch voll haben mit Reh. Wäre also Verschwendung dieses Rehs. Ein Herz für virtuelle Rehe. Was ist das denn? Ich verstehe diese weißen Stöcker nicht, die da rumliegen. Ich weiß nicht, ob das das darstellen soll, so genau. Ach, stimmt, das war der Anker hier. Da haben wir noch ein bisschen Alkohol. Pillen, geil. Oh, geil, Pillen. Toll. Mit. Oh, eine Platine. Danke dir, Vogel. Ohne dich hätte ich das jetzt gar nicht gemerkt. Jetzt wollte ich noch schnell aus der Luft schnapsen, aber das klappt irgendwie nicht so. Böser Hai. Böser Hai. Ich fände es ja cool, wenn man die irgendwie benutzen könnte. Aber allerdings, so wie der hier aussieht, möchte ich ihn auch gar nicht mehr benutzen. Ich glaube, der liegt hier schon eine ganze Weile. Wieder so ein Ding. Ich denke, da liegt irgendwas. Da hinten liegt eine Leiche. Die bringen uns aber nichts mehr, weil sie keine Zähne mehr droppen von alleine. Zumindest war es bei den zwei Leichen, die wir gerade gefunden hatten, so. Ich würde ja gern noch... Oh, das ist ein Totem. Ich würde ja gern noch ein paar Bärenbüsche finden, muss ich gestehen. Ich guck mal ganz kurz hier hoch. Weil hier hoch... Hier hoch. Oh. Was ist das denn? Ich wollte gerade eigentlich gucken, ob hier das Boot ist. Und auf einmal finde ich den Baum hier oben. Das war mir so... Es macht einfach voll Fun, wenn man in die Nähe so eines großen Baumes kommt, den ich meiner Meinung nach finde, ich sind das Anbetungsbäume. Und dann wird die Melodie auf einmal ruhig. Das macht einfach voll Mut. Da denkt man sich, hey, hier möchte ich jetzt sein. Ich meine, hätte ich das gewusst. Hätte ich das gewusst, dass es die hier gibt. Das ist ganz schön groß hier oben. Das sah gar nicht so groß aus von unten. Haben wir hier noch ein paar? Das ist, die Zutat für den Lebensmix. Ich weiß gar nicht, wie das Zeug jetzt heißt, aber auf jeden Fall bin ich sehr dankbar, es gefunden zu haben. Denn. Oh, guck das mal an hier. Eins, zwei und da unten noch eine. Cool. Natürlich. Oh nein. Oh nein, komm. Nein. Wie behindert ist das denn jetzt bitte? Ah, fuck. Guck mal, da draußen ist unser Freund der Hai. Ich versuche jetzt hier außen rum irgendwie. Und hoffe, dass der mich nicht sieht. Fuck, Alter, wenn der mich jetzt erwischt, ne? Ich werd böse. Ich kann doch nicht schnell schwimmen. Hilfe! Ja,
Er scheint uns nicht zu sehen, ich nehme mal den schnellsten Weg. Ich weiß nicht, ob es gefährlich, ob das der sicherste ist. Scheiße, Alter, ey, der fetzt hier einfach mal durch den Fels durch und landest mitten im Wasser bei einem Hai. Ah, ich hasse Haie, ich hasse Haie. Schwimm schneller, Junge! Oh, Alter, ihr wisst gar nicht, wie mir das Herz in der Hose jetzt hing gerade. Ui, ui, ui. So, okay, jetzt sind wir ja hoffentlich wieder sicher. Nee, 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 da springe ich über den Felsen drüber. Das kannst du... Nein. Ach, komm schon. Dein Ernst? Also ich wenigstens hier rauskomme, bevor du deine waghalsigen Jump-Angriffe hier gegen mich machst. Na, Junge! Was läuft bei dir? Wow. Wow, 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 wow. Eins und zwei. Okay, das lief. Alter, wie heftig sind die bitte geworden? Kann ich eigentlich gleich noch einen schlucken? Wow. Beruhige dich. Nein! Alter, wie heftig sind die geworden? Alter. Ich mal schauen, was. Ich gehe keinen Schritt weiter. Hä? Das ist wahrscheinlich im. Was ist das denn? Ich kann das nicht aufsammeln, weil ich sonst zurückgepackt werde irgendwie. Hä, seht ihr das? Wenn ich hier was aufhebe, werde ich zurückgebackt. Ich kann mal kurz noch einen davon reinpfeifen. Das Restores Health. Wir haben Seeds gefunden. Nee, das ist falsch, das hier. Nee, auch falsch. Nanu? Hä? Oh, ach, das geht gar nicht mehr, oder was? Ah, ne, da fehlt uns eine Blume. Und das hier müsste dann... Ne, das ist doch richtig. Das und das. Energy Mix. Das geht gar nicht mehr. Wie behindert ist das denn? Du kannst es langsam wieder anmachen. Ja, dann können wir unsere Ausdauer auch gar nicht wiederherstellen jetzt hier. Ich glaube, hier will ich ja gar nicht hin. Hallo, lass mich da hoch. Hallo? Irgendwie ist der ein bisschen... Hallo, würdest du mal bitte da... Okay. Ich hoffe jetzt, wir kommen ja auch raus. Alter, dieses Rumgezappel, ne, von dem. Scheiße, Alter. Wir sind das erste Mal gestorben. Beim nächsten Mal ist es dann vollkommen vorbei. Und wir kommen im Eingeborenen-Dorf raus. Ist jetzt nicht unbedingt mein... Super.
Es ist nicht unbedingt mein Lieblingsort, um irgendwo rauszukommen. Muss ich ja gestehen. Wenn wir allerdings einmal hier sind, nehme ich natürlich gerne alles mit. Aber so wisst ihr es gerade, ist ja nur Kleidung. Wo müssen wir hin? Wir müssen dahinter. Und wir haben natürlich nichts, mit dem wir uns irgendwie... Oh, es ist so eklig, Alter. Boah, das ist so abartig. Ich weiß, es ist laut, aber wir brauchen das Zeug. Wir haben leider nichts mit, wir haben alles zu Hause. Und am liebsten wäre mir, wenn ich die Blumen für den Stamina-Mix finde, aber ich kann nichts versprechen. Und die Ruhe macht mir Sorgen. Alter, wie schnell der uns weggesnackt hat, ne? Wir hatten keine Chance. Das Blocken, da tut er jetzt auch Ausdauer verbrauchen. Das heißt, wir konnten irgendwann nicht mehr blocken und ja, waren tot einfach. Blocken bringt eigentlich gar nichts, du musst zuschlagen. Aber der war stärker als wir. Wir hatten auch noch leider eine Rüstung. Wir könnten noch mal fischen. Ja, fischen, gefischt haben wir auch schon lange nicht mehr. Am Anfang haben wir es mal ein bisschen gemacht. Das war es aber dann auch schon. Hm. Ah, das waren die falschen, okay. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Hier haben wir Blumen wenigstens. Das gefällt mir. Da können wir uns ein bisschen was mitnehmen. Da sind auch nochmal Blumen. Nehme ich auch mit. Aber ansonsten ist es hier sehr unsympathisch, was Pflanzen angeht. Das ist zwar jetzt eine tolle Redewendung, ich weiß. Ja, also was haben wir in dieser Folge gemacht? Wir haben uns... Wow. Wir haben uns töten lassen. Super, geil. Da hätte ich die Aufnahme gar nicht anstarten brauchen. Da hätte ich lieber gleich gewartet, aber ich brauchte sowieso eine Aufnahme noch für 2-3 Folgen. Das habe ich, glaube ich, am Anfang gar nicht gesagt, dass die Aufnahme jetzt gar nicht so groß wird. Das wird nur eine 2-3 Folgen Aufnahme, damit ich nicht wieder zu viel vorproduziere. Und ich habe auch die ganzen momentan ja so riesige Folgen, die kann ich gar nicht alle hochladen. Ich habe mal geschaut, die Folgen momentan, die ich produziere, haben im Durchschnitt eine Länge von 30 Minuten und ungefähr 1 bis 2 Gigabyte. Das ist mega heftig bei The Forest. Das Dorf kenne ich gar nicht. Haie sollten hier nicht drin sein, hoffe ich mal. Würde mich zumindest sehr wundern, wenn hier Haie wären. Na, lauf weiter. Ich würde mich aber noch freuen, wenn wir außer diesem Blümchen da, die wir jetzt momentan ziemlich sehr oft finden, warum auch immer, noch andere Blümchen finden würden. Und wenn wir recht schnell nach Hause kommen würden, das würde mich auch freuen. Aber wir können momentan leider nur schleichen. Was die Sache nicht unbedingt einfacher macht. Dum, dum, dum. Schubidu. Oh, okay, jetzt haben wir uns einbalsam. Schildkröte. Ich erinnere mich an eine sehr heftige Beleidigung gegen eine Schildkröte, die ich heute gehört habe. Das war nicht schlecht. Ich kann leider überhaupt nicht rennen. Ich habe es gerade schon wieder probiert. Hunger kriegt man auch langsam und wir haben auch keine Blaubeeren mehr. Nein. Wir haben auch keine Blaubeeren mehr. Das heißt, selbst da sind wir schutzlos ausgeliefert. Wir müssen also leider. Koffer. Das könnte unsere Rettung sein, diese Koffer jetzt. Oder unser Tod, wenn uns jetzt irgendein Eingeborener hört. Dann war es mit dem Spielstand, glaube ich. So, oh, ich glaube, ich habe gerade... Jawohl! Super, wir haben einen Riegel gefunden. Und wir finden dann noch ein paar von diesen aufpeppenden Maßnahmen. Sie sind auch als
Medizin bekannt, aufpeppende Maßnahmen. Herr Doktor, hätten Sie bitte noch ein paar von diesen aufpeppenden Maßnahmen für mich? Aber natürlich, hätten Sie gern 2 oder 3 Dutzend.